Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge von Grand Theft Auto San Andreas. Hier mit Benny Pyrus. Wir machen jetzt die nächsten OG-Missionen. Hoffe, dass jetzt auch keine Zeitsperre drin ist. Wenn es mal eine gute Zeit, um anzufangen. Los geht es! Wir fahren jetzt kurz hin. Zu OG Look, Bomi OG Look. Ich weiß, muss ich immer so sagen. Ist der Typ ist irgendwie ein bisschen besonders. Aber das macht irgendwie. Das macht doch irgendwie so cool, ne? Man muss da die Seife aufheben, oder ich weiß. Also. Wenn ganz ehrlich, wer die Seife aufheben muss, ne? Dann fahr doch mal zu, du Wichser. Ich würde ein bisschen reinfahren. Mal gucken, was wir jetzt Schönes machen dürfen. Wir dürfen den letzten Part für ihn, nämlich ein Radio klauen. Ein Van. So ein Van dürfen wir für ihn klauen. Ein wunderschöner Van war das. Der war wirklich. Beste. So, mal gucken, was wir jetzt machen dürfen. Ich meine, so eine. Ich glaube, bestimmt kommt von 15 bis 20 Uhr wieder. Ne, geht so. Mad Dogs Runs. Okay. Hey, was happening, Lo? Hey, Carl. What up, man? Hey, dude. You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in a rap game. Oh, got this, man. But we have to think about something, man. How if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it. What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire, all-nighter, all-writer. Hey, hey, hey. I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Okay. Wir sollen einen Mad Dog einbrechen. Okay. Mach ich. Kein Problem. Kein Problem, das soll ich hinbekommen. Mad Dog ist jetzt dran. Dann breche ich bei ihm mal ein und frag mal, ob ich mir bei seinem Buch ausleihen dürfte. Wer erlaubt es mir? Vielleicht erlaubt es mir gleich so, dass vieles viel erleichtern, aber das glaube ich irgendwie nicht. Es geht hoch. Müsste hoch genug sein, oder? Jop. Der Haupteingang befindet sich auf der Rückseite. Also wir gehen durch den Haupteingang rein. Okay. Ein Einbrecher geht natürlich immer durch den Haupteingang rein, oder? Immer. Durchgehend. Wunder. Ach, da. Wir können halt so lange sprinten. Das geht ja. Mad Dogs Bude. Das Versbuch ist in Mad Dogs Aufnahmestudio. Okay. Leibwächter patrouillieren in der Villa. Setz hier kannst du das mal ein. Dann nimmst du die. Schleich dich um Mad rein und klau das Buch. Der erste Wachmann kann ihn nicht sehen. Du kannst sie also mit einem Nackerwaffe heranschleichen und ihn unbemerkt ausschalten. Mhm. Die Patrouillen im Fachmänner werden auch rote Ma-
markieren auf dem Radar. Wenn du dich geduckt bewegst, brauchst du weniger Geräusche. Okay, ja. Don't push me. Der ist tot. Ein Wachmann paroliert im Bereich des Pools. Wenn du deine Route beobachtest, das ganze Plan, wie du ihn umgehen kannst. Umgehen? Ein echter CJ umgeht nicht. Ein echter CJ. Okay, das war ein bisschen komisch aus. Ein echter CJ. Der schlacht Loyal ab. Ein Wachmann kommt. Such dir ein ganzes Versteck, bevor dich bemerkt. Such nach einem Bereich, wo es Schatten gibt. Oh mein, wofür gibt es Schatten? Wo gibt es Schatten? Oh mein Gott! Oh, hier. Tschüss. Aha. Ich hab leider keine Schalter für kleine Pistole. Das war ganz geil. Den Kopf schießen. Oh, oh nö, das sollte nicht sein. Hä? Es ist mal so bescheuert. Wie geht denn das nicht? Hallo? Lol. Hä? Wieso ging das eben nicht? Okay. Okay. Wollte ich gehen. Gut Spiel. Ah, der Spieler. Der Spieler echt Angst, dass man hier verlieren könnte, glaube ich. Wenn wir eine echte Angst gehabt haben. Der ist tot. Wow. Okay. Jetzt darf ich, oder was? Jetzt darf ich. Ich darf Waffengewalt einsetzen. Ja. Oh, Mist. Tschüss. Oh. Ja, ich bin jedes Mal, Alter, es wusste nicht, dass die ganze Muni dann weggeht. Ah, oh, okay. Ich darf kein Spiel spielen, ne. Genickschuss. Wer weiß, die Polizei eigentlich, dass ich hier rumballer? Und tschüss. Geh erst seit jetzt. Darf ich jetzt Euro spielen? Nein, ich müsste für später wiederkommen. Oh, schade. Ah, hat ein bisschen weniger Munition. Na egal. Ich hole mir gleich eine neue, das wird sich schon wieder andammeln. Ich glaube hier. Finde ich irgendwas, wenn ich tauche? Nö. Ich weiß, das ist ein schöner Schwimmer. Au!
out. Lol. Oh. Oh. Ja, wir haben genau K. Die nimmt doch gar mit. So, wir haben das schon mal. Okay, das hätten wir dann hätten wir auch schon geschafft. Das war ja relativ einfach, die Mission. Ah, hab ich nicht gesehen, du. Ah, scheiße. Schönes Fahrrad. Mein Mountainbike. Okay, hat weniger Muskeln. Okay. Harsch. Ja lol, lass es doch mal, du Wichser! Knall oder was? Hey Loke, I got what you wanted. Mein schönes Mountainbike jetzt, ey. Cold, dude. Hey, I'll catch you later. Peace, homie. Danke. So, wir sind da. Gut, dann haben wir es geschafft. Danke. Ah ja, aber man braucht glaube ich außerhalb des Spiels nie. Man braucht glaube ich außerhalb des Spiels nie unbemerkt sein. Also außerhalb des mit der Mission. Außerhalb des Spiels. Außerhalb der Mission braucht man glaube ich nie unbemerkt sein. Also ich kenne jetzt keine Situation, wo ich mal außerhalb der Mission unbemerkt sein musste. So, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Mission und haben es auch für diesen. Für die Folge. Hey, da machen wir ja noch Sport, stimmt, dann haben wir für die Folge, aber. So, gut, ja, was gibt es für uns? Ach du Scheiße, ich will mit dem nicht reden. Ja, ich will nicht. So, okay, jetzt hat uns der neue Auftragsgeber. Okay, machen wir mal. So, jetzt haben wir das auch schon. Dann machen wir jetzt die nächste Ochi-Log-Mission. Ochi-Log! Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Weiß ich gar nicht. Was kann ich? Wir haben jetzt hier Reime. Wir haben jetzt dies. Das können wir noch brauchen. Mal gucken. Mal gucken, was da schon so brauchen könnte.
Mal gucken, was er jetzt, was er sonst noch so. Ich weiß gar nicht, also mir fällt jetzt eigentlich nichts ein. Hey, excuse me. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loaf. Is he available Management for communication? Issues. Who? Loaf? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loaf, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Lo? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it down for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony, and that's the only time he leaves Dog's side. Der Fahrer von Metal's Mansion ist im Bürgerstadt auf der anderen der Stadt. Okay. Ich habe mein Auto und tritt sofort an. Ah, okay. Okay. Krieg ich natürlich. Ohne Probleme hin. Hey, what the fuck are you playing at? Guten Tag, na, wie geht's dir nicht? Ich nehm den mal. Hey, klar, ne? Tschüss, da bin ich schon mal drin. Aua, nein! Nein. Wow. Danke. Das wird alles versaut, die ganze Mission gleich. Oh. Du bist so ein Voll... Alter, der hat mich draufgehauen. Nein! Das kann nicht so sein, nur wenn der nicht draufkommt, wäre ich weg gewesen. Scheiße. Nein. Spielen. Manchmal, wenn die alles nach Plan läuft. Oh. Weißt du, wäre der nicht aufgeschlagen, wenn mich mal interessiert. Aber nee, da muss er den mit einem verfickten scheiß Golfschläger draufhauen. Oh, steig auf, steig aus. Hallo. Alter, bist du taub oder was? Das gibt es. Maul. Stopp. Oh, gut. Was ist? Probleme oder was? Niemand wagt mir anzugehen. Und tschüss. Gut.
Ich wurde jetzt. Dum-di-dum-di-dum. Management, gut. Auto nehmen. Treiben. Ah, scheiße. Denn oder? Oh nein, ist die andere Seite. Okay, scheiße. Muss vor zwei, oh, bei noch ein Bein, wenn ich vor 10 da sein, aber oh, scheiße. Ist ja natürlich ein Bulle. Hallo, ja, es ging eben. Eben war das so gut geklappt. Ah, oh, jetzt natürlich nicht. Warum sollte es auch? Ich will das Auto. Danke. Ich plane jetzt zu erschießen. Das plane ich als erstes. Fahren wir jetzt nicht an, nein, ich bin nicht auf. Tschüss. Oh ne. Piss dich. Nee, nicht gegenfahren, nicht gegenfahren. Ja, wow, Alter. Komm mal nochmal auf den Weg, ey. Ah, Alter, ja, wow, ich hab dich auch nicht gesehen, weil das ist so dick und fett. Das Ding da im Weg war. Das ist nämlich ein bisschen fies gemacht. Also der erste Teil ist, der ist nicht schwer, aber der ist ein bisschen fies gemacht, da dass man einen Train Spray fahren muss. Das ist auch nur leicht beschädigt, das heißt, da reicht der. Was? Nein! Traulig, was? Nein! Ah, was ist das denn jetzt? Oh nein! Oh, ich bin noch in ein falsches Ding reingefahren. Ich hatte hier rein. Das kann nicht wahr! Ja, das meint, das ist unheimlich bescheuert gemacht. Weil du halt nicht und weil du halt nicht dahin durch die. Oh. Dann muss man jetzt natürlich hoffen, dass ich jetzt. Ich kann hier hingucken. Kann ich hingucken, hallo? Weil geht das noch? Oh, ich fahr doch weg. Alter, jetzt sehe ich auch. Oh. Bitte jetzt. Oh, er ist. Oh, warte, muss ich ihn beeilen. Oh, jetzt ist hier ein Massenstau. Okay, komm ich hier durch? Ja, hier komm ich hier durch. Danke. Hey, what kept you? Come on, we need to go and pick up the bus. Ah, okay, lol, es ging uns noch nie so. Okay. Jetzt müsste es aber eigentlich. Congratulations on your award, you must be thrilled! Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Hold position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Stick close and let's roll. Genau.
wir da bestimmt gleich abbiegen, oder? Wir müssen gleich reinfahren. Naja, sorry, ist mein erster Tag. So. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Ihr könnt alle einsteigen. Und jetzt werdet ihr ja, dein Fahrer, dein einiger Fahrer. Tschüssi, Koski. So, das ist natürlich der erste Teil, der am schwersten ist, sonst ist eigentlich nur durchrasen. Ist hier relativ einfach. Ja, es ist natürlich auch nur der erste Teil, der am schwersten ist, sonst geht es eigentlich. Sonst ist es nämlich eigentlich relativ easy gemacht. Forgive me, I don't know no better. So, dann würde ich sagen, fahren wir Sport machen. Oh, dritten, oh, nicht der Käsefuß, oder da wird dann der Käsefuß frei. Der ist fies. Ah, Menschenskinder nochmal, der ist immer fies. Oh Gott, Officer Tenpenny, oh ne. Und die anderen Typen da. Was ich mit denen natürlich auch noch abgeben muss, war ja natürlich auch noch klar. Das ist natürlich nicht so Sport, ey. Die Mission war ja jetzt auch nicht, ja, die war ja auch nicht schwer. Ich glaube, es ist auch mit, ja, wahrscheinlich nicht, was jetzt die schwerste ist, keine Ahnung, aber von OG. Der hat ganz schön viele Missionen, ne? Wegen bei anderen, ganz anderen Aufträger da, da ganz schön viele. Um Gottes Willen, warum machen wir das noch gar nicht? Wir machen doch heute. Genau, Muskelkraft, Muskeltraining, ich glaube 80 oder 100 Kilo werden gehen. Habe ich mal. Jo, geht locker. Ich traue ihm nicht so viel zu. Ja, es geht. Der ist schon Muskel, der ist schon richtig kräftig geworden. Unser lieber CJ. Der ist schon richtig kräftig. Werden wir die Muskeln aufbauen lassen. So. Das muss auch scheiße wehtun. Dass er immer noch mal 40 Kilo heben kann. Zack, 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 hallo, Spiel?
Mach bitte. Danke. Okay, da war das doch ein bisschen viel, 9 Kilo. Jetzt kommt Marke. Aber egal. Nee, scheißegal. Kommt dann auch mit den Dingern. Yes, hoch mit den Dingern. Woo. Try and build up a combo. Keep it up. Können wir jetzt sogar fertig bekommen. Obwohl noch zweimal, ich glaube jetzt noch zweimal, ne? Stimmt, das war. Obwohl, wenn das nicht die maximale Kraft erreicht ist. Dann schaffen wir ja beim Muskeln ja noch den Rest, den Zipfel, weil das ja nur ein Zipfel ist, aber. Geht ja genau, dass er da genau da aufhört. Mal gucken. Watch your opponent, know his move. I'm gonna beat you silly. Was ist denn am Maximum erreicht? Okay. Wenn wir hier schon das Maximum jetzt erreicht haben, ne? Mehr Spiel jetzt haben will, dass man zumindest erreicht, doch, so reicht. Dann gehen wir hier drauf. Dann machen wir hier jetzt auch noch das Maximum, haben wir alles. So, dann haben wir das letzte Mal Sport, oder? Dann haben wir das schon mal fertig. Ein völlig ausgebauter Charakter im Thema Sport. Vielleicht schaffen wir jetzt auch noch den Rest, dann haben wir es. Ah nee, das ist schon nicht so gut. Ah, Arme. Ja, sollte für den Rest jetzt auch noch schaffen, hat das. Na, ja, da fehlt noch ein kleines Stück. Obwohl. Ich glaube, wir haben es dann jetzt, ne? Okay, ich glaube, Sport müssen wir nicht mehr machen. Okay, jetzt auch mal ziemlich auch voll. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir müssen keinen Sport mehr machen. Okay. Können wir jetzt ja im nächsten Part, dann machen wir, gibt es halt dann keinen Sport mehr. Nice. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mir für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn sie da heißt. Grand Theft Auto San Andreas. Bis dann und tschüss.